Österreich wählt und ich bin dabei. Aber wenn man hier Spaß haben will, dann geht man natürlich nicht als Lügenpresse. Dann geht man als alternatives Fernsehen Deutschland. Nur 16% für unsere Freunde von der FPÖ. Aber dafür ist die offizielle Wahlparty immerhin auf dem Prater. Nur leider nicht in der Geisterbahn. Wir sind AfD-TV und wir haben ja die Landtagswahlen in Thüringen jetzt im Oktober. Gratulation. Ja, noch haben wir sie nicht gewonnen. Ja. Trotzdem, ihr macht ein gutes Werk. Wir sind vom alternativen Fernsehen Deutschland. Wir haben in Thüringen die Landtagswahl. Haben Sie vielleicht einen Tipp, dass bei uns der Absturz vielleicht nicht kommt, sondern eher ein Sieg erfolgt? Keine Urlaube in Ibiza. Das hätte er mal HC Strache sagen sollen. Und apropos, jetzt treffe ich Straches Haus- und Hofsänger Werner Otti. Von ihm sind bekannte Hits wie Hansi, Hansi, für Österreich. Er kämpft für unser Recht und unsere Würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was die AfD macht, Hut ab. Und ich schaue mir auch viel den Deutschen Bundestag an, weil mich das einfach interessiert. Und wieder, also die Frau Weigel, muss ich sagen, die fährt schon ein Programm, also da bleibt kein Auge trocken. Da werden sogar die Österreicher feucht. Ja. Also wurde HC Strache doch in eine Falle gelockt am Ende? Ja, absolut. Das war ja, das wurde über Monate vorbereitet. Inszeniert, ja. Ja, komplett inszeniert, perfekt. Man sieht das Ibiza-Video, man kennt nur 6 Minuten davon, man kennt den Rest nicht. Das wird auch nicht herausgegeben. Einer hat ja sogar gesagt, dass auch die Getränke, dass da Substanzen drinnen waren, zum Beispiel... Das hat einer gesagt, der angeblich diese Leute ausgebildet hat, im OE24, der hat gesagt, dass da flüssiges Kokain in dem Wodka noch drin. Ja, richtig, ja. Es gibt Substanzen, da sagst du alles. Ja. Alles. Jetzt wieder eine Woche vor der Wahl, natürlich wieder neue sogenannte Skandale, die nicht mal bewiesen sind, sondern... Mit den Spesen von HC Strache, ne? Reine Spekulation, ja. Spekulation. Aber jetzt sieht es erstmal so aus, außer Spesen nichts gewesen für die FPÖ. Ne? Ja. Ja, lustig, aber ja, ist das so. Ja, ich versuche mir mit Galgenhumor zu helfen. Wir wollten für unseren Spitzenkandidaten in Thüringen auch mal Grußbotschaften aus Österreich aufnehmen. Viel Glück in den Wahlkampf. Könnten Sie vielleicht mal in die Kamera, lieber Bernd Höcke? Ja, lieber Bernd Höcke, viel Glück für den Wahlkampf in Thüringen. Lieber Bernd, lieb alles, lass dich nicht unterkriegen, du bist doch eh nicht der Typ dafür. Go Bernd. Unser Slogan da ist Bernd, Bernd, Bernd. Bernd, Bernd, Bernd. Let's go. Bernd, Bernd, Bernd. Kann die AfD der FPÖ in dieser Situation irgendwie helfen, dass wir vielleicht den Anschluss Österreichs fordern? Das wollen wir lieber nicht. Ne? Die Bundesrepublik Deutschlands ist uns viel zu degeneriert und zu dekadent, um so etwas wie einen Anschluss zu wollen. Ich habe eine internationale Studie gelesen, da heißt, Deutschland ist 2035 bis 2050 kippt die Gesellschaft in Deutschland, denn die Muslime haben 8, noch was Kinder und die Deutschen haben 1,82 Kinder. Und das wird irgendwann... Ja, und dann wird es aber hart, weil dann gibt es eigene Parteien und dann fahren wir los. Ja, also muss die AfD vollständig den Sieg erringen. Ich hoffe, dass das vorher noch gelingt. Deutschland und Österreich, allein historisch, stehen wir ja immer zusammen. Ja, ich hoffe, dass das so bleiben wird. Ja, das wird, die Zeit wird auch wieder kommen vielleicht. Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe hier mal ein Wiener Schnitzel gegessen. Unsere Lebensmittel sind auch ziemlich schlecht. Nein, ich hab also das ist hier schon besser. Also ich habe das beste Schnitzel, Wiener Schnitzel, wenn man in München gehst. Tatsächlich, ja. Ja, das war Wahnsinn. Das ist ja jetzt schon fast Vaterlandsverräter in der FPÖ, also ich fasse es nicht. Aber das war wirklich vorzüglich, die haben irgendwas reingetan in diese Panier, Wahnsinn. Flüssiges Kokain. Ja genau, deswegen rede ich heute die Wahrheit. Damit die Wahrheit zieht, die Zeit ist reif. Für weitere Videos klickt unten und abonniert auch unseren Channel. Alles im Kasten? Okay, tschüss. Hä? Wo geht's denn hier raus? Hä? Scheiße!